Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu Borderlands 2 mit den Netzwerk Gaming Bros. Ich, dem Airliner, und der Permo ist auch dabei. Servus. So, ja, dann gucken wir jetzt mal. Also Servus. da haben wir ja letztes Naja. Mal ein bisschen gefailt an dieser Truhe hier. Und ja, hier die Stadt ein bisschen gezittert. Ganz ein bisschen. Muss ja auch mal sein. Schauen wir mal, was wir machen müssen. Wir haben nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Missionen, die wir hier machen müssen. Welche Quest? Ja, die Ah, das Symbiose ist ja Quest. woanders. Welche Quest hast du da noch aktiviert? Ja, das ist die Jagd auf Firehawk. Und die Symbiose, das ist noch die, woanders ist. Ach so, okay. Schauen wir mal. Ja. Würde ich sagen, wir reisen jetzt erstmal zurück. Nee, ich würde sagen, wir nehmen alle Quests an, weil dann könnte unterwegs auf Symbiose nämlich noch Items erscheinen, die wir dann ja brauchen. Ja, gut, okay, das ist natürlich auch richtig. Kann, ja, klar, können wir natürlich auch so machen. Ja. Da. Gut, probieren wir das einfach mal so. Dann erstmal hier rundherum rennen und erstmal eine Quest annehmen. Da haben wir die Problematik erstmal. Ja, scheiß Hyperion. Diese Nachricht geht an alle Crimson Achtung! Raiders in der Gegend. Ganz Vier als unvermeidbar. Banditen getarnte Hyperion-Spione haben es auf Sanctuary abgesehen. Sie verstecken sich draußen in Three Horns. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Alles klar, machen wir doch. Natürlich. Einfach mal so hier. Das. Habe ich gerade Ah, das angenommen. warst du. Okay, wollte ich gerade fragen. Ja, Hey, gut. hat Ja. Moxie was über mich gesagt? Brauchst du nicht die Arbeit alleine machen? Ey, Moxis. Kriege ich Warte, diese Hype hier ist Drop gerade eine. zurück? Bekommst du das auch? Diese Waffe funktioniert nicht. Ja, Kein warte. Problem. Wieso? Geht doch. Ja, der gute Markus hier kennt man ja noch aus dem ersten Teil. Zum Glück. Was ist denn hier? Dunkler Schießstand. Dunkler Schießstand. Heilwitzka, du. Wie ein Geldautomat. 119 Dollar. Nee, doch nicht. Also für 5 hätte ich es ja mal gemacht. Was Geldautomat? Ach, guck mal, wer hier ist. Ad Moxie. Ja, warte mal, hier ist ein Echo. Warte mal, ich nehme jetzt gerade mal das Echo auf. Hören können wir uns das erstmal anhören. Oder? Ja. Landsmänner, Achtung! Ich habe nur eine Frage, die ich euch allen stellen möchte. Eine Frage. Vor einigen Jahren waren wir Feinde. Aber die Zeiten sind vorbei. So froh ich auch bin, euch alle in Sanctuary zu sehen. Ich weiß, dass ihr nur hier seid, weil ihr keine andere Wahl hattet. Ich weiß, wie furchtbar es da draußen ist. Ich weiß, dass Drax' Armee wie ein Sandsturm über diesen Planeten hinweggefegt ist und alles zerfetzt hat, was ihr im Weg stand. Als ich mich vor Jahren den Geschützen Lands Alter. anschloss, sagten sie mir, ich würde diejenigen beschützen, die sich nicht selbst beschützen können. Aber ihr wisst so gut wie ich, das war eine Lüge. Aber dieser Kampf gegen Hyperion, der ist wahr. Wenn wir uns nicht verbünden, wenn wir diese Stadt nicht vor Jacks Armee beschützen können, dann sind wir erledigt. Ich bin Roland und ich habe nur eine Frage. Seid ihr dabei? Ja, Party! Wir sind doch überall dabei. Jetzt mach ich erstmal hier bei Markus die Quest. Gut, haben sich das mal abgeregt. Ja, ich habe hier noch ein Echo, wenn du dann deinen Quest so angenommen hast. Ja, gleich. Weißt du, was besser ist, als jemanden mit einem Projektil umzulegen, ihn mit Projektilen umzulegen, die brennen? Ah, ja, das ist schon richtig. Machen wir die, oder? Wie sagst du? Hey, Sag halt Kammerjäger! nix. Wenn du zu den Crimson Raiders gehören willst, solltest du dich mit Elementarwaffen auskennen. Findest du nicht? Ja, doch, Ich klar. habe gerade eine Kiste mit brandneuen Maliwan-Elementarwaffen reinbekommen. Sollen wir sie gemeinsam ausprobieren? Na, Wir logo. sehen uns also auf dem Schießstand. Versuchen wir es erstmal mit der Feuerwaffe, hä? Also hier können wir dann noch die Quest am Shisha machen. Ich komme dann zu dir und wir machen den. Was? Okay, ich habe hier noch eine Quest, die ich annehmen könnte. Die nehme ich jetzt mal zu Anfang an, weil die wird schneller durchlaufen als die. Ja, Echo. Ah, seid ihr beide so sicher? Problem. Ja, nimm mal an. Bulli Mong,
Stumpfsinniger Name, nicht wahr? Ich hätte gern einen schöneren Namen, bevor mein Almanach in den Druck geht. Such ein paar Bullimon-Knochenhaufen, ja? Ich lerne etwas über ihre Ernährung und denke mir einen griffigeren Namen für die Viecher aus. Ja, der griffigere Name ist ganz wichtig. Nicht, dass wir hier ungriffig durch die Gegend rennen. Was gibt's denn hier noch so? Ah ja, die gute Bar, die gute Bar. Hinten ist noch... Echo? Ja, nimm... Hinten ist noch der Echo, genau. Ja, dann nimm doch mal den Echo auf. Oder... Ja, ich mach das mal. Eine Nachricht für alle verbliebenen Crimson Lands auf Pandora. General Knox ist tot. Und wie ich die Lands kenne, werden die euch kalt lächelnd abschreiben und hier zurücklassen, anstatt ein Schiff zu schicken, das euch abholt. Wenn ihr nicht verhungern wollt, habt ihr zwei Optionen. Erstens, ihr werdet Banditen. Zweitens, ihr helft mir dabei, die Menschen von Sanctuary zu beschützen. Ich biete euch Nahrung, Unterkunft und die Chance für etwas Vernünftiges, etwas Bedeutendes zu kämpfen. Eine Chance, die die Atlas Corporation euch nie gab. Roland, Ende. Boah, wir sind so Parkourmeister. Weißt du, das ist Parkourmeister hier. Und bam, aua. Jetzt noch die anderen Quests, oder? Gucken wir mal, was mit den anderen Quests jetzt noch ist. Das Just In. Hören Sie alles über die tapferen Kammerjäger und ihren tödlichen Kampf. Ach ja. 720 Milliarden. Alles klar. Nee, Millionen sind das ja. Ha! 5. Nee. 100, 100.000, Millionen, Milliarden. Ja, doch, 720 Milliarden. 99 Milliarden. 99 Cent, ganz wichtig. Und auf mich? 32 Milliarden. Ha! Ja, du bist der Beste. Ja, klar. Echo? Moment. Warte, ich nehme jetzt noch ein Echo auf. Danke für die Kohle. Und nun zur neuesten Ausgabe von Achtung Eilmeldung mit Hunter Hellquist. Ruhig. Du hast da hinten gerade noch... Ach, wir wollen so eine Kiste. Hunter Hellquist von Hyperion Truth Broadcasting. Mit einer Nachricht an die Kammerjäger in Sanctuary. Danke. Euer fortwährender Widerstand gegen Hyperion hat euren eigenen Untergang besiegelt. Während Hyperion auf ein besseres Morgen zusteuert, bleibt ihr freiwillig in der Vergangenheit, in der Dunkelheit. Es ist euer eigener Starrsinn, der euch den Tod beschert und uns allen eine bessere Zukunft. Ja, genau. Gehen wir mal zum Dr. Z rein, der hat auch noch eine. Nicht das letzte Mal draußen. Der gute Dr. Z. Jo. Kennen Sie noch Kisten? Ach, guck mal hier, der hat auch noch eine Quest, der Claptrap. Wenn du willens bist, dir ein paar hundert Ärsche für ihn aufzureißen, hat Claptrap eine Überraschung für dich. Was machen wir mit dem? Wollen wir die jetzt irgendwie gleich annehmen? Ja, ja, komm. Müssen wir dann gleich hingehen. Gehen wir erstmal zum Dr. Z rein. Ich verhungere! Ich will eure Babys fressen! Tja, das piekst jetzt ein bisschen. Ja. Okay. Ein bisschen. So wie das hereinrammt. Du brauchst Kohle und ich brauch Dinge, über die ich nicht reden will. Reden wir. Nehmen wir, Set braucht 20 Milliliter Bad-Essigerigkeit. Sofort. Bad-Essigerigkeit. Hey, Rolands Jungs haben diesen Hyperion-Drecksack erwischt, wie er sich in die Stadt schleichen wollte. Es hat wohl seine Lunge getroffen. Der Knabe braucht dringend eine Operation. Komm her und hilf mir bei dem Eingriff. Naja. Also, nimm einen kleinen Einschnitt direkt unter dem Brustbein vor. Aber sei vorsichtig. Natürlich. Nicht, dass du die Herzarterie erwischt. Natürlich sind wir vorsichtig, oder? Sind wir doch immer vorsichtig. Maus, 5, Option... Ja. Gut. Ja. War ja ganz vorsichtig. Was soll ich euch Idioten noch sagen? Man kriegt keine Slack-Kräfte, wenn man dieses Zeug schluckt. Dieses Bruchstück ist auf dem Schwarzmarkt nichts wert, es ist noch nicht veredelt. Vielleicht kannst du es zu dieser Tennis am anderen Ende der Stadt bringen. Sie kann dir viel über dieses Iridium-Zeug erzählen, wenn sie sich wegen ihres tollen, echten Doktortitels nicht mal wieder zu fein dazu ist. Und wenn du Arbeit suchst, melde dich bei mir. Ich hab welche. Gut, nehmen wir das mal auf.
Gott sei mein Zeuge. Eines. Arbeitest du noch an dem Auftrag? Ah, er hat noch einen Klassenmod für dich drin. Feuerschaden. Ja, Schild ist nicht schlecht eigentlich. Nee, das ist nicht so geil. Das ist auch nicht so geil. Die sind eigentlich alle nicht so geil. Bis aufs erste. 395 Kapazität. Naja, nee. Verkaufen? Das kann ich eigentlich mal verkaufen. Irgendwie, also bei vielen. Nicht bei allen, aber. Ja, diese Schilde ist manchmal ganz komisch, Gibt's nicht wirklich bessere. Dann gehen wir jetzt erst nochmal ein bisschen wild in der Gegend rumlaufen. Das können wir gut. Würde ich sagen, gehen wir erstmal hinter zum zur Doktor-Tante, oder? Ich komm. Ja. Wie ich schon sagte, Roland, jetzt wo Jack den Kammerschlüssel hat, wird er die Kammer bald öffnen. Außerdem brauche ich einen neuen Ventilator. Das Labor stinkt nach Speck. Und Speck ist nur was für Schleimer und Inzuchtbrot. Ach ja. Wahnsinnig clever. Ja, wahnsinnig als clever. Nach Stunden wissenschaftlicher Ergüsse, die du dir nur in deinen Träumen oder meinem Bett und das an mir ausmalen könntest, bin ich der Meinung, dass Jack, Kammerschlüssel und Eridium auf einer tieferen Ebene miteinander verbunden sind. Aha. Ja, gut. Bring das Eridium-Bruchstück zu Patricia Tennis. Ja, bei der sind wir ja, also geben wir die ganze Geschichte mal ab. Auch wieder, wenn du verarztet werden musst. Solange du keine Angst vor ein bisschen Tetanus hast. Ja, Tetanus ist ja auch nicht so schlimm. Ah, das kann ich sowas nur sagen. Da ist wieder Eridium gewesen. Das ist gut, brauchen wir ganz dringend. Ist so gut. Ja, 7 Stück. Mal oben. Ja. Wo will man jetzt hin? So, erst noch ein bisschen was aufnehmen. Ja, ja. Ha, festgehangen. Scheiße. Gehen wir mal hinter zum Claptrap, würde ich sagen. Der hat ja noch die Quest. Oder? Ach nee, guck mal hier, der Dr. Z hat noch die Quest für uns. Links gerade irgendwie ein bisschen. Ich kann Inventar beim Verkaufen nicht runterscrollen. Ja, das ist nicht gut. Denkt hier so rum. Sag mal, wenn es besser ist. Nö. Nicht, wird nicht besser. Muss ich übers Ordnen, kann ich dann auf die Sachen zurück. Na gut, wenigstens irgendwie, ne? Weiß nicht, red mal mit dem. Ja, gut, dann. Schwätzt dir mal an. Arbeit? Ich hätte da was. Was macht ein Loch wie eine Kugel, ist aber keine Kugel? Was macht ein Loch wie eine Kugel, ist aber keine Kugel? Ja, keine Ahnung. Frag Wissenschaftler. Weißt du, was ein Kugeleinschussloch hinterlässt, ohne dass eine Kugel im Spiel wäre? Also ich nicht. Aus Three Horns kriege ich merkwürdige Wunden zu Gesicht. Du musst dahin und rausfinden, was für eine Waffe die verursacht. Sie gehört einem alten Rivalen von mir, Doc Mercy. Lass dich nicht von dem Namen täuschen. Im Gegensatz zu mir verursacht er lieber Wunden, statt sie zu flicken. Im Gegensatz zu mir hat er auch eine Approbation. Oho, Approbation. Wenn du noch lebst, sehe ich zu, dass es so bleibt. So, gucken wir nochmal. Was haben wir jetzt noch? Dezente Störgeräusche. Handy muss mal ausgemacht werden. Scheiß Handy da. Ich muss mir das echt abgewöhnen. Was macht man jetzt? Wir hatten doch noch einen Claptrap hier oben. Wo sind wir uns aktuell hier? Kleines Geheimnis. Claptraps Geheimversteck. Machen wir doch erst. Dann machen wir doch erstmal eine andere. Ja, wir können doch erstmal. Ja, noch eine. Stein Papier, Massenmode. Ja, gut, dann können wir auch erst die. Ich war jetzt gerade hier. Oder erstmal das, oder? Ja, dann jumpen wir erstmal bei dem da hinten hin. Und gehen erstmal im Schießstand ein bisschen rumballern. Oh, halt, links.
Kannst du ja mitten durchrennen. Mitten durch.